Willkommen zur Einsatzbesprechung, Soldaten. Es geht weiter mit einer neuen Folge Ghost Recon Breakpoint. In der heutigen Folge werden wir uns eine Nebenmission widmen, und zwar Ruf der Sirenen. Die ist hier vorne. Es geht da um ein mysteriöses Geräusch in einer Höhle, das Drohnen anlockt. Das müssen wir natürlich erkunden. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Aber bevor wir das tun, werden wir natürlich noch einmal hier in den Rucksack springen, um euch meine Stats zu zeigen. Ich habe ein bisschen was erledigt. Ihr seht schon, weit über 100. Was heißt weit über 100? Ich habe auch schon die ersten goldenen Ausrüstungsgegenstände. Mein PSG ist auf Maximum. Wir schauen mal ganz miss nach. Maximalstufe erreicht. Ja, das ist eigentlich auch so das, was ich so erledigt habe. Mehr ist eigentlich nicht passiert. Wenn ihr euch fragt, wo ich immer level, klar, ich versuche natürlich die Daily-Dinger hier fertig zu machen. Die Fraktionseinsätze. Rein rechnerisch kann ich es noch schaffen, bis Stufe 49 zu kommen. Aber mein kleiner Junge, er wird wahrscheinlich was dagegen haben. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, wir nehmen uns hier die Fertigkeitsgeschichte Räumungsverkauf mit. Denn ich habe gemerkt, diese Simultanschussdrohnen, die braucht man für die Fraktionseinsätze. Ich sag mal so, sie sind sehr hilfreich, um die Dinger schnell zu erledigen und die immer zu kaufen. Das geht dann doch schon ins Geld. Und da dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Rein in den Heli und rüber geflogen. Wir müssen zum Hof der Browns. Ein mysteriöses Geräusch. Keine Ahnung. In einer dunklen, feuchten Höhle. Nein, es ist jetzt nicht das, was ihr denkt. Es ist wirklich eine Höhle im Gestein, so wie ich weiß. Und da ist nicht ein Vibrator angelassen worden. Bezüglich des mysteriösen Geräuschs. Gut. Wir gehen hier runter. Dann sollten wir auch gleich mit dem Heli weiterfliegen können. Hier gibt es auch eine Kiste, soweit ich weiß. Es gibt sogar zwei Kisten. Genau, Normand, rutsch erstmal runter und brech dir den Hals. Kiste Nummer 1. Ihr habt mir auch schon mehrfach jetzt in den Kommentaren geschrieben, ich soll mal... Oh! LMG. Machen wir auch noch eine Folge, wo ich mit dem LMG rumhämmer. Keine Sorge. Habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, ich soll mal mit dem LMG rumpfeffern. Kommt alles. Alles mit seiner Zeit. Und was wollte ich sonst sagen? Ja, ich quassel schon wieder zu viel. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Naja, so ist das halt. Kriegs-Alzheimer nennt man das. So, hier oben ist die Kiste irgendwo. Ach ja, genau. Die anderen Klassen. Ich werde die auch noch machen. Ich werde jetzt erstmal den Panther auf Level 10 bringen. Ziemlich zeitnah werde ich es versuchen. Was heißt versuchen? Ist ja nichts Dickes. Und dann die nächste Klasse, die wir machen, ist der Scharfschütze. Weil das sind auch die beiden Klassen, mit denen ich einfach arbeite, ne? Gut, hier ist noch irgendwo ein I. Draußen natürlich. Wo auch sonst. Ja, Norman, wir wissen, dass du klettern kannst. Das haben wir jetzt oft genug gesehen. Es wäre schön, wenn du einfach ein Foto machst. Mir das Fundstück der Woche zeigst. Alles klar. Und jetzt aber. Schnacki, schnacki. Wo ist das Geräusch? Wo sind die Drohnen? Sind sie schief? Wer will das wissen? Ich bin Nomad. Ein paar ihrer Freunde sagten, sie wollen die Drohnenaktivitäten um den Berg herum untersuchen. Genau. Mir reicht's. Ich halte es nicht mehr aus. Am Anfang kamen nur vereinzelt Drohnen, aber jetzt sind es Schwärme. Ich will nicht, dass meinen Freunden etwas passiert oder sie gar getötet werden. Also, haben Sie eine Gruppe zusammengestellt, um dem nachzugehen? Das hatte ich vor, aber es sieht so aus, als wären Sie viel besser dafür ausgerüstet, sich um die Drohnen zu kümmern als ich. Vielleicht finden Sie sogar heraus, was es mit dieser höllischen Sirene auf sich hat. Ich kann mich darum kümmern. Muss ich noch was wissen, bevor ich losgehe? Ja, ich bin nicht der Erste, der vorhatte, da hochzugehen. Ein paar Selbstversorger sind schon auf dem Weg. Falls Sie ihnen begegnen, passen Sie auf, dass Ihnen nichts passiert. Okay. Sagen Sie mir einfach, wie ich zu dem Berg komme. Ja, natürlich. Von hier aus müssen Sie nach Westen. Gehen Sie einfach so lange, bis Sie den Fortune Lake sehen, der ins Tal fließt. Verstanden. Danke.
So, jetzt bin ich gespannt, wo das ist. Ich meine, er hat Angst, dass hier das Dorf und er hier vollmäßig einen auf den Sack kriegen. Und wie weit ist das jetzt weg? Und hier hinten sind die Drohnen. Ich lasse das jetzt einfach mal so dahingestellt. Heli! Nö, hier nicht. Also es ist kein Geräusch, es ist eine Sirene. Deswegen auch Ruf der Sirene. Manchmal ergeben sich die Dinge einfach von ganz alleine. Die Selbstversorger müssen wir eh retten und beschützen. Vor den Drohnen, weiß ich jetzt schon, möchte ich für wetten. Und da ist auch schon die Höhle. Das war einfach. Oh, ja sicher! Ich vergaß ja, die Gegner spawnen hier erst rein. Ist ja gut. Ja, ist gut. Ist gut. Oh nein, ich hab... Ja, jetzt aber... Oh! Oh fuck, ich muss hier weg. Ja, sicher, ich bin genau ins Hornissennest geflogen. Ist ja klar. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Kann ich vor denen mit der Fähigkeit fliehen? Ich konnte. Bin ich erschöpft. Ich würde ja gerne Spritze nehmen, nur habe ich keine ausgewählt in meinem geilen Menü hier. Nimm doch eine Spritze, Nomad. Was hältst du davon? Das ist gut. Ja, genau. So ist doch schön. Ich bin 3 Minuten im Spiel und hier ist schon wieder Thermik am Start. So, seid ihr alle wach? Oh Mann. Oh Mann. Aber es ist doch wirklich. Ich will jetzt nicht wieder meckern. Aber es ist doch echt zum Kotzen. Dann bist du fast schon in der Höhle und auf einmal ping, 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 sind die Gegner aus dem Nichts da und schießen dir, ja, den Arsch weg. Dann bist du auch noch supermäßig erschöpft, wenn du hier runterrutscht. Ja, ist einfach geil. Es ist und bleibt geil. Nomad, Nomad! Ja genau. Ja. Rutsch doch mal bis unten. Und jetzt kommt auch noch ein Heli. Guten Morgen, Spiel. Du versuchst mich doch auch hier heute Morgen wieder ordentlich zu fisten, oder? Da ist eine Kiste. Ich schau mal kurz. Ist das denn... Ach nee, Moment. Das ist hundertprozentig im Berg. Da brauche ich gar nicht hin. Da müssen wir hier rein. Ja, so wird das nix. Die Dokumente werden in der Höhle aufbewahrt. Alles klar, also jetzt suchen wir Dokumente. Ich versuche noch rauszufinden, welche Sicht hier gerade die beste ist. Also definitiv höre ich hier Schritte. Ich lass mal die Drohne fliegen. Ach, Hallöchen. Ist das eine Drohne? Nee, das sind unsere Kollegen. Kollege Wulfi.
Und Kollege Sentinel. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rechts lang. Was war das denn? Dein Tod, Junge. Das war das. Gut. Hier ist irgendwo ein I. Sind das die Dokumente? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre zu einfach. Das ist irgendwas anderes. Noch ein Pfundstück der Woche. Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. So viel habe ich nämlich nicht mehr. Ist das jetzt hier eigentlich irgendetwas, weil wir die Kiste einsammeln konnten, was dazugehört? Irgendwie ein Ort zum Entdecken? Oder war das einfach nur eine Kiste? Das ist einfach nur eine vermaledeite Kiste. Aber da ist noch einer. Irgendwo ist hier noch jemand. Ja, hier vorne rechts. Komm, verpiss dich. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir ihm Lack geben. Ihre Sektoren sind sicher. Dann kümmern wir uns mal darum. Okay, die holen wir uns so. Sehr gut, sehr gut. Ist hier sonst noch irgendwie etwas? Gut, der Weg war umsonst. Aber kann man ja nicht wissen. Hätte ja auch irgendwie eine Höhle noch sein können. Boah, die Sirene ist echt nervig ein bisschen. Hier ist auf jeden Fall die Kabellage. Droni. Hey, mein Sektor ist soweit sicher. Aber das will nichts heißen. Mein Sektor ist ebenfalls sicher. Vorsicht, es könnte noch jemand da sein. Hier ist auch alles sauber. Es sind drei. Ich muss darüber irgendwo. Ich kann hier nicht rüber. Jetzt geht's. Hier ist rein gar nichts mehr. Alles in Ordnung. Okay.
Alles klärchen, das hätten wir soweit. Wo soll denn die Antenne sein? Irgendwo ist hier noch ein I auf der anderen Seite. Ja, untersuch's doch. Nein, er will nicht. Er hat keine Lust, Fotos zu machen. Gib mir hier die Fundstücke. So, kann ich jetzt hier unterirdisch dahin oder muss ich mich verpissen hier? In der Höhle neben der Fortune Stream. Ja, gut, aber ist das jetzt hier die Höhle, wo ich drin bin? Nein, Nomad, mach den Schalldämpfer drauf. Ja, es ist die Höhle, wo ich hier drin bin, so wie es aussieht. Sind das die Selbstversorger oder habe ich die umgelegt? Nee, das sind die Selbstversorger. Ja, voll geil. Ich sehe den, aber irgendwie sollte hier noch was sein. Auf jeden Fall ist da noch was rot markiert. Wie mache ich den jetzt weg? Wir müssen jetzt stark sein. Jetzt müssen wir uns erstmal eine Auszeit nehmen. Was ich so behindert an diesem Spiel finde. Ernsthaft. So. Wartet. Ich glaube hier, ne? Ich muss jetzt hier drauf gehen. Dann kann ich das auswählen. Ich meine, wir haben ihn doch sowieso bei. Wieso wird das nicht irgendwie anders gelöst? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ja, sicher! Genau! Den zweiten hat er einfach so weggesteckt. Hat ihn gar nicht interessiert. Er sieht auch den roten Fleck. Aber ich sehe keine Drohne mehr. Ist hier noch irgendetwas? Die ist hier drin. Die ist irgendwie festgebackt. Naja dann. Tschüss. Man muss einfach auch mal ein bisschen Glück haben. Das ist die Antenne. Ja, dann gerne. Oh, wenn da wieder Hecken steht, habe ich schon wieder Angst. Da kommen bestimmt jetzt tausende Drohnen. Oder ich muss sie irgendwie verteidigen, 9 Minuten lang. Würde mich auch nicht wundern. Echt jetzt? Das war's? Auf jeden Fall dieser Teil der Mission. Ja, cool. Ich meine, hier sind wir durch. Ich bin nicht mehr
im Agro-Modus. Bedeutet, wir können die Schnellreise benutzen. Ja, dann machen wir das auch, ne? Ist ja Logo. Der Browns Hof ist hier vorn. Das nächste Biwak, ne? Nehmen wir das. Den Heli anfordern. Wo wir gerade da sind, gehen wir auch nochmal in Maria Shop kurz vorbei. Und nehmen uns ein paar Raketenwerfer mit. Und auch gleich eine Spritze, wenn wir gerade da sind. Schauen wir mal, ob wir was verkaufen können. Verkaufen tue ich immer hier diese Klamotten. Oh, wir haben eine neue Weste, die ziehen wir gleich an. Werkstatt. Übrigens, ich habe mir ja auch so ein Opheis MK2 Standard gegönnt. Mit Raketen und so. Ist auch mal ganz nice. Können wir auch mal benutzen. Aber für die heutige Mission ist das ja echt nicht notwendig. Bitte sofort aufbrechen, Nomad. Wir haben keine Zeit. Das Bummel ist uns halt nicht gegeben. So, Dille. Kurz die Weste anlegen, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Was haben wir hier neu? PSG. Könnten wir eigentlich schon zerlegen? Könnten wir eigentlich schon zerlegen? Ich wollte mal kurz das hier vergleichen. Nö, nö, nö. Und hier vielleicht? Auch nicht. Nichts besser. Also dann nicht. Also wenn das jetzt alles war, dann war das echt eine kurze, knackige Nebenmission. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Sonst haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass die Nebenmissionen immer ein wenig umfangreicher sind. Aber von mir aus können so Missionen auch mal kurz und knackig sein. Da stehe ich auch drauf, kein Problem. Ich habe eigentlich schon mit dir geredet, interagiert sozusagen. Ich hoffe, jetzt wird es hier etwas ruhiger. Das ist es schon. Ich kann mich endlich mal selbst denken hören. Was war da los? Jemand hatte einen Drohnenübungsplatz direkt hinter ihrem Haus eingerichtet. Sogar mit Labyrinth. Irgendwie wurden die Antenne und der Empfänger des Systems beschädigt. Die gaben einen hochfrequenten Ton ab, der alle Drohnen zu sich rief. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Sie können sich jetzt sicherer fühlen. Das tun wir schon. Ich danke Ihnen für alles, Nomad. Gott sei Dank haben wir Nomad, der uns die Sache jetzt hier erklärt hat. Ich hätte nicht sagen können, was da los war. Und dass das ein Drohnenübungsplatz war. Woher weiß er das? Haben wir das irgendwo gelesen? Ich kann es euch nicht sagen. So, die Folge ist ja fast um. Aber was können wir jetzt noch machen? Hier vielleicht so ein paar Fragezeichen mitnehmen. MP7 haben wir hier. Barrett. Was ist hier unten? Ach, da waren wir schon. Scale Credits. Ruinen. Ach, düsen wir doch mal hier hin. Und sammeln es einfach mal ein. Schauen uns ein bisschen die Gegend an. Und in der nächsten Folge machen wir dann mit der Hauptstory weiter. Ich weiß zwar noch nicht, welchen Einsatz genau. Wir können uns ja mal eventuell um irgendeinen von Walkers Typen kümmern. Allalalalala. Hier ist ja schon wieder los. Oder wir suchen halt die Leute von Skell.
Ja, hier war es doch gerade rot. Naja, jetzt nicht mehr. Die haben sich vor Angst in die Hose geschissen und haben sich einfach verkrümelt. Warum auch nicht? Mein Name ist halt gefürchtet. So sieht das aus. Oh, golden. Nehmen wir den Eingang. Ich meine, das Biwak haben wir bestimmt schon. Ja, hatten wir schon. Plus 8, warum auch nicht? Zurück zum Heli und holen uns noch eine Kiste. Keine Gegner hier. Wo? Habe ich jetzt Bock drauf? Da, 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 da. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Oh, daneben. Das ist ein kleines Übungstutorial. Wie jetzt? Ich habe nur einen getroffen. Das gibt's doch nicht. Fackeln im Sturm. Schönes Ding. Na gut, hat mich mal wieder 150 Buck gekostet. Weil 3 Schuss. Naja. Kann man ja mal machen. Was ist denn hier? Ein Waffenlaster zerstören. Ach, wisst ihr was? Das können wir doch kurz machen, ne? Da haben wir doch was mit Sinn und Verstand. Und das ist ja direkt hier. Und die Punkte nehme ich doch gerne mit. Ist es manchmal einfach, dass man warten muss, bis er kommt. Ist er das? No. Ach, der hier hinten. Hier drüben. Und dann vorbeigeschummelt. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt 30 Schlachtpunkte oder 15. Ja, aber die sind ja wohl geschenkt jetzt hier. Ich nehme dann immer den Raketenwerfer und hi, gib ihn, ne? 2 Schuss. Ich meine, das ist ein LKW, ne? Normalerweise ein Schuss, fertig. 30 Schlachtpunkte für Nüsse? Gerne. Lebt noch einer? Nee, aber ein lila Item für uns. Ach, wie schön das abfackelt. Ich liebe es. Ich bin so gerade im Flow. Komm, wir retten noch von den Zivilisten. Genau, pass mal auf. Genau, dann nehmen wir jetzt mal das LMG. Flacken wir da mal rein. Gib mir mal das her. Da, 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 das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Jawolski. Scheiß auf Zivilisten. Ah, schaut mal, das ist so eine geile Drohne. Was? Echt jetzt? Boah, fett! Boah! Aufgeräumt! Ich mag diese Knarre. Und noch nicht mal den Zivilisten getroffen. Alter, ist das Können oder ist das Können? Es könnte mein neues Lieblings-LMG werden. Und passend in meiner Farbe auch schon modelliert. Das Spiel mag mich. Ich mag das Spiel. Okay, Freunde, für heute war's das. In der nächsten Folge machen wir weiter mit der Hauptstory. Bist du tot?
Ruhe in Frieden. Alles klar, aber jetzt ist Schluss. Wir haben genug rumgeblödelt. Streichelt meine Seele, indem ihr ein paar Bewertungen reindroppt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.